Hallo, wir sind heute in der Animal Embassy des Loro-Park bei der Loro-Park-Stiftung und Raphael Zamora zeigt uns heute etwas ganz Besonderes über Papageienfedern. Ja, was sehr interessant. Letztes Mal, wir haben ein Mini-Doku von Source Media gemacht zusammen und war sehr schön, weil wir haben mit die Federn von Haube von Kakadus haben wir geguckt mit diesem schwarzes Licht, ist auf Genau. Deutsch, haben wir geguckt, wie ist die Reflexion, was sehen die Tiere, die wir können nicht mit unseren Augen sehen. Und einigen Mal haben wir schon gemerkt, dass mit Kamera ist nicht gleich, unsere Handy sehen auch nicht gleich und nicht jeder sieht das gleiche Sachen. So fangen an viele wissenschaftliche Artikel oder Studium, die wir machen regelmäßig hier mit der größten Repräsentation oder mit der größten Genetikreserve von Papageien auf der Welt. Und heute haben wir einige Federn. Ich möchte dich zeigen. Du hast deine schwarzes Licht mitgebracht und wir können eine Probe machen. Warte mal hier. Ja, weil ich möchte zeigen, das ist eine super Lampe, die hat Philipp mitgebracht. Und okay, ich weiß nicht, wie man guckt so. Ist wie in einer Diskotheke, das Weiß sieht nicht gleich aus. Guck mal, wie Source Media strahlt so schön in dieses schwarze Background, ne? Dieses schwarze Hintergrund. Ist super. Was passiert, wenn wir machen das mit Federn? Genau. Sehen wir etwas? Zeigen wir zuerst, was haben wir hier auf unserem Tisch? Wir sind in unserem Meetingsraum hier in die Animal Embassy für die Loro Parque Foundation. Und wir haben heute, wir fangen an mit einer Federn von Inca Kakadu. Wie schön, das ist von Flügel mit dieser rosa und weiß. Wir fangen an mit dieses, weil letztes Mal war nur mit die Federn von die Haube von Kakadus. Ne? Dann müssen wir gucken, was passiert. Dann haben wir von Hyacinthara mit dieses Blau und Schwarz hinter Blau, dieses schönes Blau von Hyacinthara, die ist blau in einer Seite und schwarz hinten. Was gucken, was sehen die Vögel? Die sind mit UV-Lampe. Dann haben wir hier ein Grünzügelader, die ist blau, bisschen rot, blau von Flügel, das ist von Schwanz, aber hinten ist rot. Das ist schön. Aber wie sieht man mit dem anderen Licht? Hier von Blaulatzara. Eine von den Arten, die wir züchten, so gut. Die ist eine von diesen 10 Arten, die wir haben von Extinction weggemacht. Und wir haben ein sehr schönes Projekt und wir haben hier gezüchtet, mehr als keiner kennt in Natur. Das ist eine Art, die wir kennen ganz gut. Ist blau hier, aber hinten, was ist? Schwarz wie die Gelbbrustader oder gelb. Das ist schön, dieser Unterschied. Was können wir sehen mit dieser Lampe? Wissen wir noch nicht. Und mit den großen Soldatenader, guck mal, diese schönen Federn. Mit dieser Farbe, das ist ein bisschen heller, weil es ein alter Vogel ist, aber normalerweise sind so ein bisschen blau-grün, weil es ein Vogel ist, das sieht aus grün. Und in dieses Mal orange-rot. Mal sehen, wie sieht in dieser Kamera. Und von Flügel grün-gelb hinten. Und hier ein bisschen orange, bisschen gelb. Okay. Und am Schluss machen wir eine Probe von einer Sittich, wie die Edelsittich, wie die Halsbandsittich von anderer Art. Mit dieser Spitze in gelb sehe ich hier mit meinen Augen, weiß nicht in der Kamera. Grün, helles Grün, gelb, aber ist eine blaue Feder, ganz klein. Nur eine Probe. Vielleicht die nächste Folge sprechen wir von dieser Gruppe von Vögeln. Die meisten sind heute Aras. Guck mal von Inca Kakadu. Oh, was sehe ich hier? Ist ein Wechsel von rosa, ist nicht so rosa für mich. Für mich ist ein bisschen ist roter, rot und weiß ist weißer. Wir sehen in die Kamera, was sieht. So, das ist hinter. Das ist von einem Flügel von Inca Kakadu.
eine von den schönsten Kakadu auf der Welt von Australien. Wir haben jetzt im Moment mehr als 20 Küken von dieser Art, eine Art, die ist ein bisschen schwer zum Züchten, weil Männchen einigemal sind zu aggressiv. Und in Mauser, die lassen diese Federn und wir sammeln alle für solche Untersuchungen. Okay, das ist ein Kakadu. Oh, guck mal. Für mich, das ist ein, welche Farbe sagst du, ein Lila, Genau, ne? lila oder violett geht auch. Violett, ja, weiß ich, ist schwer. Für unsere Augen ist ein sehr schönes Lila. Ja, dann später sehen wir in Kamera, wie können unsere Leuten sehen, ne, mit die Kamera. Weil sicher, das haben wir andere Farben mit andere Kamera, eine Handykamera, dann können wir gucken. Wenn wir wechseln, oh, das ist nicht schwarz. Wir sehen hier auch dunkel lila, kann man nicht sagen so. Ja, genau, es ist quasi überhaupt nicht mehr dieser Unterschied zwischen der einen und der anderen Seite, sondern viel mehr angeglichen. Was ich kann sicher sagen, ist, dies nicht schwarz, wie haben wir vorher gesehen mit unserer Lampe hier oder vom Licht von diesem Raum. Das ist andere Farbe. Und sicher, dass die Vögel sehen diesen Unterschied. Dann die von Schwanz, jetzt machen wir das gleiche. Okay, ist ein schönes, spezielles dunkel-lila-blau und hinten das gleiche wie die andere. Wie schön, ne? Ist Glanz. Ich sehe, wenn die Leute können, die Violet Turaco ist, was wir sehen jetzt hier. Ein Violet, aber Glanz. Sehr schön. Interessant. Und dann kommen wir auf. Wir wissen genau, welche Federn sind, weil wir haben vorher gesprochen, das ist ein von Grünzügelader. Die, okay, wir haben Schwanz und wir haben eine rote Federn genommen. Aber guck mal, hier rot sehe ich nicht viel. Es ist rot und blau, aber mit die Lampe sieht absolut ganz ähnlich wie die hier sind Ader. Das ist interessant. Vogel, die haben verschiedene Farbe, aber mit die Lampe sind ganz ähnlich. Wenn ich, guck mal, das ist ein Unterschied. Hinten, diese Arte, Araclaroptera, hat immer rot für unsere normales Augen mit normales Licht. Hier ist violett, aber ist nicht das gleiche wie hier sind Ara. Ist anders. Und Glanz auch, ne? Ja, Schön. und hier geht es am Kiel auch so ein bisschen fast ins Pinke rein. Ah ja. Hier ist wie ein Strich mit anderer Reflexion. Das hat sicher eine Bedeutung in Natur, die wir kennen noch nicht, aber so fangen an die Forschungslinie oder Forschungsprojekte. Das sehen wir jetzt Schwanz. Hier können wir den Unterschied sehen, na, von Rot und Blau, die normalerweise diese Federn sind in diese zwei Farben. Die sieht man, dieses Wechseln und ganz blau hier. Und wenn wir machen, da, schön. Brillant lila, ne? Das ist interessant. Und dann kommen wir für die andere Farbe, für die andere Arte. Das war die Blaukelara, die Ara glaucocularis von Bolivien. Die ist gelb hinterher, oder? Ist auch lila. Und wir haben ein helles Grün gesehen. Und nicht schwarz wie die anderen. Aber am Schluss sind ähnlich die Farbe. Ja, das erinnert auch so ein bisschen von der Farbe her an diese violette Blume, die hier auf dem Riffer in der Nähe vom Teide immer zu sehen ist. Ah ja, das ist ein schönes Beispiel. Wenn wir verbinden unsere Erkenntnis von Tieren, dann können wir neue Sachen wissen. Das ist sehr interessant. Was wir lernen von Natur in Social Media, ist sehr interessant, weil jemand kann da sagen, ah, das kann ich verbinden mit meinen Erkenntnissen von Tieren. Und am Schluss
haben wir Erkenntnisse von die Tiere, die können an die Tiere helfen, aber viel. Das ist was wir machen hier. Und das ist ein großes Soldatenara. Normalerweise ist grün und rot oder grün und orange, aber das ist, sieht nicht aus, grün und orange. Hier sehen wir ein roter, ne? Ist rot und dann blau hier. Dieses schönes Blau. Und erinnerst du die Streif, die war hier vorne? Jetzt ist richtig schwarz. Ja, diese Federn müssen wir auch gucken. Oh, und hinten war kein Gelb, war auch Violett und anderes Rosa. Das ist so interessant. Was bedeutet das? Okay, dann von den Flügeln sehen wir das Gleiche. Kein Gelb hinten oder kein grünes Hell, ne? Oder hellgrün. Das ist absolut Wieder violett. violett, ein bisschen heller, ne? Ja, ein bisschen heller, aber. Nehme ich jetzt von Hyacinthara und sitze ich in der Nähe. Ich denke, dass Hyacinthara vielleicht sind primitiver als die anderen, aber Das hier ist deutlich dunkler und ja, und die andere ist heller, aber am Schluss ist hinter ist immer blau, ne? Auch mit die Vögel, die sind in grün. Die kommen vielleicht von die gleiche Wurzel. Normalerweise hier sind blau, ein schönes Blau, aber wer weiß, welche sind die Vögel, die waren vor als die Hyacinthara? Vielleicht die Hyacinthara am Anfang haben andere Farbe, normalerweise grün ist in Natur, und dann kommen die neuen Mutationen und am Schluss bleibt die stärker, weil das hilft in Natur. Das ist die Bedeutung von den Farben in Natur. Das ist sehr interessant. Und am Schluss haben wir von dieser Siedig, das ist interessant, weil das ist absolut blau und die Spitze ist ein helles Lila, ne? Ja, fast sogar weiß. Also es geht ins Weiße hinein. Ja, normalerweise diese Arten haben die Spitze von Schwanz, das ist eine von den Schwanzfedern, ganz weiß. Aber was sehen die Vögel? Sehen wir nicht. Wir wissen, dass in Männchen einigen Mal ist sehr intens dieses Weiß, aber sieht nicht so weiß. Es ist heller, aber. Und hinten, die normalerweise ist grün, ist wieder nicht grün, nicht gelb. Blau ist immer in alle Federn, die wir haben es gesehen, von Aras, das ist ein Sittich, und mit Kakadus haben wir auch einen Unterschied gesehen. Dann haben wir alle diese Farben: Kakadu, Sittich und Ara. Jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.